Rechts und links. Push, push. Rechte Seite, linke Seite. Bin ich ein.
Schlage auf die Trommel. Vor dir mit dem Tief.
Und die Beine und die Arme gehen nur runter, weit hoch. Nochmal. Tiefen hoch. Tiefen hoch. Vier. Drei. Zwei. Bleib mal in der Mitte und nimm mal einen Arm. Einen Arm. Schön nach oben. Jawohl, die Arme sind einzeln. Bein noch etwas tiefer. Spannung aufbaut. Arme nach rechts. Arme gehen nach rechts. Schräg, schräg, schräg. Aha, aha. Beine noch ein bisschen tiefer. Ah. Bleib dran, schnell. Vier. Drei. Über die Mitte. Nach links, nach links. Auf geht's nach links. Bleib schnell mit den Armen. Kreuz die Schere. Vier, fünf, vier, drei, zwei, komm noch mal zur Mitte. Bleib hier. Arme, Beine. Hallo. Wunderbar. 5 Stunden. Naja, 10 Minuten noch auf. Workout. X-Go. Arme nach außen. Arme nach außen. Tief auf und zu. Auf und zu. Noch 4, 3, 2. Schau mal, bleib tief und nimm mal einen Arm über Kopf. Schnell den Arm nach oben. Und auch hier Gas geben. Einatmen, ausatmen. Bleib dran. Stopp nicht in die Körpermitte. Komm noch tiefer mit den Beinen. Arme bleiben so. Und jetzt gehen wir die Ferse in die Luft. Ja? Geht das? Wieder nach oben halten, bitte. Bauch anspannen. Und die Arme wechseln. 4, 3, 2, raus. Bisschen lösen. Bisschen ausschütteln. Kurze noch mal Pause. Brauche noch mal kurz mein Handtuch. So, dann gehen wir nämlich schon auf die Matte. Das heißt, du legst deine Matte aus. Warte, guck mal, wo ich gerade bin. Warte, vor. So, sieht das doch gut aus. Dein Handtuch gerne drauf. Mal ein bisschen drehen. So, ja. Gut, optisch. So, wir setzen uns bitte hin. Ich drehe mich mal andersrum, damit du mich so unterstützt. Füße schön aufgestellt. Hände. Bitte legst du uns hier über Kreuz. Lehn dich ein bisschen zurück, Kreuze, Brust, Bauchnabel nach innen ansaugen. Tiefe Schulter, Arme auf. Aha, aha. Schön die Spannung halten und die Arme kreuzen auf. Auf. Wenn du kannst, wenn du die Bauchspannung hast, lehn dich noch etwas flacher. Super. Arme bleiben lang, streck bitte. Einmal tief weiter atmen. Huhu, huhu. Hallo Vanessa, auch dabei. Wir gehen noch mal nach. Komm auf und zu die Arme. 8, 7. Komm fest. 4, 3, 2. Pause. Kurz mal nach vorne lehnen, wenn du machst. Dann gehen wir direkt eine Etage tiefer. Da drehe ich mich aber, glaube ich, doch. Entschuldigung. Die Füße bleiben nicht stehen. Oberkörper ist wichtiger. Arme über Kopf. Bauchnabel fest gegen den Mattenboden drücken. Ganz fest einziehen. Du holst ein bisschen Strom. Herausstellen aus dem Bauch. Ziehst du dich nach oben. Streck dich. Wunderbar. Ablegen. Zack. Hoch. Tief. Auf. Mit dem X-Pose, mit dem Gewicht in der Hand, gibst du Gas. Bisschen schneller gerne. Zack. Hoch. Tief. Auf. Zack. Gut! Sieht doch gut aus. Atme ein, aus das Fuß. Komm hoch. Komm hoch. Streck die Arme. Nochmal ab. 7, 6. Komm hoch. 4, 3, 2, 1.
4, 3, 2 und vorbei. Du darfst dich nach vorne lehnen, kurz mal rund, den Rücken entspannen und rutsch mal noch ein bisschen zurück. Locker. So, wir haben noch ein paar Minuten. Dafür gehen wir mal in den Seitstütz, bitte. Du brauchst jetzt nur einen von den X-Pos. Du gehst hier mal auf die Knie, den anderen stelle ich mal weg. Könnt ihr mich besser sehen? Die Knie aufeinander. Ellbogen, Unterarm, Stütz hier, Unterarm. Eine linke. X-Pos in die Hand. Drück die Hüfte hoch. Streck das obere Bein. Das geht jetzt aus dem Bild, das ist aber nicht wichtig. Einfach strecken. Arm oben, senkrecht. Hüfte oben lassen. Und jetzt schiebst du den X-Pos. Mini über dir, senkrecht. Versuch die Körperwitte still zu lassen. Bauch ist angespannt. Stiller Oberkörper. Und nur der Arm bewegt sich aus der Schulter. Ja. Fest, fest, fest. Schüttel, schüttel. Letzte Frage. Hier ist noch ein bisschen. Vier mehr. Bravo. Komm. Und schau mal, es geht weiter. Wir ziehen gleich Knie zur Mitte und den Arm. Komm ab. Mia, push, push. So, seid ihr noch da? Schwingt ihr ein bisschen? Ja, doch, oder? Mia, push. Bleib oben. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, raus. Seitenwechsel, dreht euch um. Direkt auf die andere Seite. Könnt ihr euch auch nach hinten drehen. Aber dann seht ihr ja nicht mehr den Monitor. Knie aufeinander. Unterarm stützt. Hier einmal nach oben drücken, Hüfte oben lassen, Arm strecken, Bein strecken, eine Linie bleiben und jetzt eine Linie nicht. Schieb den Arm senkrecht über dir und richtig nach raus. Wunderbar. Körpermitte ist angespannt, fast nichts bewegt sich, außer nur der Arm, senkrecht über dir. Und die letzten 4, 3, bin ich froh, wenn ich wieder mit euch schwitzen kann. Allein macht es nicht so viel Spaß. Mehr. Push. Push. Mehr. Zieh das Knie und den Arm. Zur Mitte. Zur Mitte. Bleib dran. Bleib dran. Hüfte bleibt immer nach oben. Mehr. Mehr. Und die Gamlinie ist auch da. Super. Komm. Zieh. Zieh. Letzte gemeinsam. 4, 3, 2, raus. Wunderbar. Und die Angel ist auch dabei. Schluss. Aber wir haben ja dann noch mal eine halbe Stunde. Wir gehen jetzt nach unten. Schau mal. Leg dich auf die Matte. Du brauchst wieder beide X-Pos. Fersen aufgestellt. Fersen fest. Seht ihr das hier einigermaßen? Also die Ferse am Boden. Anspannen. Und die Arme der Länge nach. Push, push, push. Popo bleibt oben. Bleib hier. Auf den Bauchnabel nach innen und schlag in der Brücke. Lange Arme. Und noch 8, 4, 3. Schau mal, die Mini. Die sind jetzt ganz laut. Und die Mini, die nach hinten über den Kopf. Auf dem Bild, aber ihr wisst, wo ich bin. Popo bleibt hoch. 4, 3, 2. Und 8, 6. Beide ein bisschen lösen. Und dann darfst du nochmal zum Bauch kommen. Die Knie geschlossen. X-Pos zusammen, Kopf entspannt. Du ziehst dich einmal hoch. Auf die rechte Seite diagonal. Ablehnen. Auf die andere Seite diagonal. Push. Hört. Ab. Und hört. Ab. Das machst du in deinem Tempo, bitte. Push, töp. Push, töp. Den Oberkörper. Und die Füße, die Beine, bleib still. Bleib ganz still am Boden. Atme aus, nach oben. Bleib dran. Schnelle, nochmal. 8, 9, 7, 6, 5. Dreh den Oberkörper. 4, 3, 2. Und dann explodiert. Bleib aber. Oh, komm nochmal hoch. Alle da? Ja, ja. Komm hier. Nochmal nachdrücken. Geh wieder mit dem zurück. Steig den Kopf, steig den Kopf. Kipp die Beine. Füße sind wieder los, ja? Lass dran, komm dran.
entspann den Kopf. Da die letzten paar Minütchen zum Entspannen, zum Dehnen. Die X-Kurs kannst du zur Seite schieben. Mach dich einmal kurz nochmal richtig lang. Und streck den Körper, Marie-Jane. Atme ein und aus dazu. Bleib liegen und zieh dich nochmal. So, jetzt bin ich wieder im Bild. Atme tief ein und aus. Und genieß nochmal die Ruhe. Haben wir knapp 30 Minuten Gas gegeben. Und dann nächste Woche machen wir das Ganze. Dann 40 Minuten, dann seid ihr fit. Nimm mal das rechte Bein zur Körpermitte. Zieh das Knie ganz eng her zu dir. Dein linkes Bein bleibt flach auf dem Boden liegen. Und halte, halte. Dehne mal hier. Tief weiter atmen. Wunderbar. Strecke mal dein rechtes Bein senkrecht hoch, Fußflex. Greif es an der Rückseite und zieh ein bisschen näher. Versuch die Länge zu finden. Atme weiter ein und aus. So, wunderbar. Auch ein bisschen eingerostet bei mir. Corona-Pause. Beug das Bein. Deine linke Hand geht an dein rechtes Knie. Rechter Arm geht seitlich auf den Boden und dreh mal das Knie rüber. Vorsicht! Der Kopf geht zur rechten Hand. Schau, dass die rechte Schulter am Boden bleibt. Und halte mal hier diese Rotation. Tief weiter atmen. Seitenwechsel. Komm zurück zur Mitte. Rechtes Bein ab. Linkes Knie zur Körpermitte. Erstmal so ein bisschen ran. Kopf entspannt liegen lassen. Zieh noch etwas enger. Gut. Strecke mal dein linkes Bein hoch. Fußflex und zieh das Bein näher, näher. Versuch es lang zu lassen. Schaff Länge. Zieh noch ein Stück. Und atme weiter. Versuch hier noch länger in die Dehnung zu kommen. Beug dann langsam dein linkes Bein. Rechte Hand ins linke Knie, linke Arm seitlich am Boden, Schulter tief am Boden und dann drehst du das Knie rüber auf deine rechte Seite. Der Blick geht zur rechten Hand und schau, dass die rechte, linke Schulter, zur linken Hand, Entschuldigung, schau, dass die linke Schulter am Boden bleibt. Einatmen, ausatmen, bleib dabei, gut. Noch einen Atemzug, komm dann zurück zur Mitte. Vorsichtig beide Beine aufstellen, ein bisschen ausschütteln, locker lassen. Geh über die Seite, komplett nach oben und setz dich nochmal in den Schneidersitz. Letztes Minütchen machen wir einfach so im Sitzen, schön gerade und kreis mal die Schulter nach außen hin. Gemütlich Schneidersitz oder aber Freestyle-Sitz, wie du möchtest, wie du sitzen magst. Ganz egal, wichtig ist, du kreist die Schulter, bleibst entspannt sitzen. Zweimal noch. Öffne dann die Arme, weit, schau, dass die Daumen nach außen gedreht sind, Schultern ist entspannt, die Schulter zieht nach unten, einen tiefen Atemzug und dann machst du dich nochmal rund, schau durch die Mitte, Schulterblätter ziehen weg von dir, mach dich rund, halte, lüft auf. Letzte Dehnung für heute. Hände aktiv und flex. Schau mal, die Finger weit wegspreizen. Langgestreckte Arme. Lang nach außen. Letzte Dehnung. Bleib ausgestreckt und leg den Kopf auf die Seite. Weiter atmen. Nackendehnung. Tief ein und aus. Und Seitenwechsel. Den Kopf auf die andere Seite. Dahin legen, wo es für dich angenehm ist. Halt. Und löse, komm zur Mitte. Atme nochmal ein, ihr habt es geschafft. Das war der X-Go Power. Vielen, vielen Dank. Ich hatte es sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und denkt dran, morgen haben wir nochmal die Live-Workouts. Um 11 Uhr haben wir Bodystyling mit der Barbara. Um 18 Uhr haben wir den AJ mit dem Aerobic Express. Und wie immer unser Motto, Bewegung ist Leben. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Tschüss.